Ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Folge Elden Ring. Heute geht's weiter und ich dachte mir gedacht, wir sind endlich soweit. Wir werden uns jetzt so langsam mal auf den Weg machen zum zweiten Boss. Und wir befinden uns aktuell in der Akademie von Raya Lucaria, in der Kirche des Kuckucks und werden jetzt von hier aus mal ein bisschen das Ganze erkunden. Wir waren ja schon mal vor einigen Folgen, waren wir ja schon mal hier, um quasi den Zugang zu Volcano Manor zu bekommen, was uns natürlich nichts weiter gebracht hat, wie ihr mitbekommen habt. Und nichtsdestotrotz will ich jetzt einfach mal schauen, was uns hier noch so erwartet. Wir müssen halt natürlich jetzt, ich will jetzt tatsächlich auch mal hier, wenn es geht, alles ein bisschen erkunden. So, die halten tatsächlich gut was aus hier, die Boys. Die halten richtig gut was aus. Da hinten liegt noch ein Item. Vorsicht, links voraus. Naja, da waren wir ja schon. So. Müssen die jetzt hier alle wegholzen? So. Boom. Da ist vorbei die Überraschung. Okay, dann haben wir hier noch ein Item. Ein Gnadenimitator. Interessant. Und da sind wir tatsächlich gekommen. Okay, das passt schon mal soweit. Oh. Hier sucht noch jemand Stress. Aber nicht mit mir, Kumpel. Nicht mit mir. So, gedroppt hat er nichts. Dann gehen wir hier mal runter. Wissen hier. Oh, hier ist ja noch einer. Meine Güte, die sind hier überall. Die sind tatsächlich gar nicht so ungefährlich, die Jungs. Die machen nämlich eine ganze, ganze Menge Schaden. Dann machen wir mal das Lämpchen an, damit wir hier überhaupt was sehen in der guten Stube, ne? So, können wir hier noch irgendwo was looten? Seht ihr, da liegt auch was. Der hier fight. Oh, ouch. Übel. Wir verpissen uns mal kurz. Wir müssen mal kurz ein Stück zurück. Ah, es sind jetzt ganz schön viele gewesen, ne? Das waren jetzt irgendwie 3, 4 Stück, wenn ich das richtig gesehen habe. Hände hoch. Hände hoch. Wochenende. So. Du nimmst jetzt mal schön die Hände runter und hier sind. Ah. Okay, das sind echt viele, ne? Hier müssen wir wirklich vorsichtig sein. Also wenn die uns dann greifen, da sind wir halt natürlich eine ganze lange Zeit gestunt. Immer noch 3. Da wären das immer mehr. Boom. Okay. Ich glaube. Ich werde wahnsinnig. Ich höre hier die ganze Zeit immer irgendwelche Steps irgendwie im Hintergrund. Gibt es hier noch irgendwas zu holen? Wartet mal, hier geht's lang. Der findige Elden Ring-Spieler, der guckt. Überraschungsangriff. Ah ja. Okay, wo geht's hier lang? Okay, wo kommen wir denn hier hin? Interessant. Was haben wir hier? Lügner voraus. Ist hier eine. Ah. Ja, gelogen habt ihr mit der. Oder ist hier? Ist hier vielleicht. Nee, hier ist nichts. Ja, ich bin immer so gutgläubig, ne? Ich bin viel, viel zu gutgläubig. Ja, aber hier soll Schluss sein? Hier soll Schluss sein? Ah, ne, hier drüben geht's weiter. Was laufen rechts von uns? Gucken uns aber erstmal jetzt hier unten um. Hier ist nichts. Hier habe ich was gehört. Da ist doch was. Siehst du? Wo ist es doch? Okay, da gibt es ein paar Pfeile. Was gibt's hier? Oh, Asche der Marionettensoldaten. Ah, das sind diese hier, die wir jetzt hier gerade hatten. Das ist natürlich interessant. Ah.
Ja, mein Hund. Wo sind wir hier? Ich habe keine Ahnung, ne? Ich glaube, wir sind einfach nur auf der anderen Seite von der Brücke, oder? Also haben wir ja. Wir standen doch erst gerade an der Brücke. Silberner Filtertierfuß. Okay, der ist schon mal ziemlich geil. Wir gehen jetzt noch mal kurz zurück, weil ich bin jetzt gerade unschlüssig. Ja. Ah, okay, hier passiert ja doch noch was. Okay. Okay, dass wir jetzt die beiden gleichzeitig gesmashed haben, das war natürlich super. Aber lustig, das ist gar nicht getriggert. Wären wir nicht zurückgegangen? Ah, auf der anderen Seite stehen jetzt auch welche. Interessant. So, wir nehmen mal einen Heiltrank. Und dann schauen wir uns mal hier hinten noch ein bisschen um, ob wir hier noch irgendwas bekommen. Sache ist jetzt. Ah, hier unten geht es tatsächlich weiter, ne? Guck mal an. Hier geht's weiter. Ja, dann gehen wir erstmal hier runter, würde ich sagen. Goldene Rune Stufe 4. Und ich höre hier tatsächlich. Hört ihr das? Da ist es. Renn nicht weg! Bleib stehen! So. Spektrallanze. Okay. Cool. Ah, diese Hunde, ne? Diese Hunde hauen dir immer so unglaublich schnell zu. Ah, da sind noch mehr Hunde. Wo sind wir denn hier? Ach, steht auch was? Okay, dafür hat uns der ja gar nicht bemerkt. Sehr schön. Bestienblut, da hätten wir ein paar Knochen, hätten mir tatsächlich besser gefallen. Damit wir bei Gelegenheit immer wieder ein paar Pfeile herstellen können. Okay, hier hinten ist Schluss. Ah ja. Also ich habe das Gefühl, die werden stärker. Ich habe wirklich das Gefühl, die werden stärker. Die halten, glaube ich, mehr aus. Ich bin mir nicht, also nicht hundertprozentig sicher. Okay, der scheint hier ein paar Runen mehr parat zu haben. Der hat nämlich leuchtende Augen und ich glaube, das. Oh. Okay. Eine Lilie. Okay, den haben wir. Okay, den Hund haben wir auch. Also ich glaube, wir wären eher hergekommen, aber ich bin ja gerade nicht sicher, ob wir jetzt irgendwie hier einen Umweg oder irgendwie einen versteckten Pfad gelaufen sind. Weil ich glaube, wir wären hier vorne lang ebenfalls lang gekommen, genau. Nur ist die Frage, ob wir hier trotzdem nochmal lang gehen, um einfach zu schauen, ob wir hier noch was finden. So. Also das gibt hier irgendwie anscheinend zwei unterschiedlich starke Monster. Da seht ihr, da unten ist nämlich auch noch was. Wie kommt man denn jetzt hier wieder zurück? Wie kommen wir jetzt hier wieder zurück? Es scheint dann hier hinten hochzugehen. Da, wo wir jetzt eh reingehen. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Wir gehen jetzt trotzdem hier runter, ne? Also hier ist ein Item, das wollen wir natürlich haben. Nein! Ich Idiot! Gut. Gut, gut, gut. Dann müssen wir nochmal hin. Da müssen wir jetzt nochmal hin. Und das Ärgerliche ist jetzt natürlich, wir müssten jetzt wieder alles wegklatschen. Jetzt werden wir durchrennen. Aber das ist jetzt richtig, richtig mies gelaufen. Aber die sind an und für sich kein Problem, ne? Problem ist, dass wir jetzt schon einen ganz schönen Weg hingelegt haben. Jetzt werden wir einfach mal durchrennen. In der Hoffnung, dass das gut geht, tatsächlich. Also ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich gut geht. So, hier können wir kurz wieder ein bisschen Energie tanken. Weil wir müssen tatsächlich, die Hunde müssen wir machen. Okay. Uah!
Hier kommen ja noch welche runter. Sieht erstmal nicht so aus. Das ist ganz gut. Ah, genau, weil es nämlich automatisch das Ziel umschaltet. Das ist tatsächlich so ein kleines Problem. Jo-Radibo! Und ran da an die Hypnia. So. Oh, karianischer Ritterhelm, karianische Ritterrüstung, Ritterstulpen und Ritterbeinschuhe. Wow. Okay, also damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass wir sowas Geiles hier unten finden. Ich dachte jetzt eher an irgendwas Normales. Cool. Schauen wir uns doch mal umgehend an. Ich hoffe jetzt nicht, dass das jetzt schon wieder unsere Rüstung ablöst. Nein, ey. Boah. Überraschungsangriff. Überraschungsangriff. Krass, 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 krass. Okay, crazy. Der hat mich jetzt tatsächlich ein bisschen erschrocken. Wir gehen erstmal weiter, ne? Wir gucken uns das später an. Wir nehmen jetzt mal hier noch die Lampe, mal die Funzel mal anmachen hier, dass wir was sehen hier. Dann gehen wir mal zurück. Also, dass wir jetzt erstmal hier eine komplette Rüstungsset gefunden haben. Mega strong, ne? Noch eine goldene Rune. Das scheint es dann aber hier tatsächlich gewesen zu sein. Okay, dann ging es ja, warte, was steht denn hier noch? Warte mal, von hier sind wir noch gekommen, oder? Bin ich kurz verunsichert. Genau, genau, genau. Von hier sind wir gekommen. Da wollen wir hin. Scheiß Köter, ey. Hab ich mich erschrocken, ey. Fuck it, ey. Uah. Also beides in Verbindung. Langsam und schnell. Das ist dann natürlich übel, ne? So, den hauen wir jetzt mal ins Jenseits. Endgültig. Da gehört er nämlich hin. So. Dafür haben wir einen ganzen Pilz bekommen. Ah, super. Komm mal her jetzt, ja los. Lass dich mal nicht so betteln. Ja, wir haben halt natürlich wieder ein bisschen Mana verloren, wenn ich gerade hingucke, ne? Das ist natürlich uncool. Weil wenn wir jetzt auf einen Boss kommen, hätte ich natürlich schon auch gern das Mana eigentlich voll. Aber ja. Müssen wir jetzt mit leben. Jetzt holen wir uns erstmal den Köter hier. So. Wo sind wir denn jetzt hier überhaupt? Ich bin, es bleibt weiter entspannt, aber ich glaube, bis hierhin hat man es schon mal geschafft. Ja, warte mal, hier waren wir doch gerade. Hier unten drunter waren wir doch gerade tatsächlich, genau. Ah ja. Genau, und hier hinten den... Da hinten ist ja irgendwas. Sollte der uns ein bisschen Angst machen? Ich bin mir nicht sicher. Wir ziehen uns mal zurück und machen das richtig, richtig dreist. Ah ja, sieht man hier, erkennt man wieder die Qualitäten des guten Elden Ring-Spielers, der auf jede Situation angemessen reagieren kann. Ach, das ist der Typ schnell, Alter. Zurück. Der lässt nicht locker, der lässt nicht locker.
Eieieiei. Dass er so stark ist, damit hätte ich nicht gerechnet. Okay, den haben wir aber anscheinend schon mal besiegt, ne? Also, weil normalerweise war das, daran konnte ich mich erinnern, der hat irgendwas gedroppt. Bei dem war man schon mal gewesen. Wir gucken jetzt trotzdem nochmal hinten, ob es hier hinten noch irgendwie weitergeht. Bin ich mir nämlich gerade tatsächlich nicht mehr so sicher. Nee. Ja, nur ist die Frage, jetzt müssen wir ja eigentlich tatsächlich hier hochspringen, ne? Geht ja da oben, glaube ich, irgendwo weiter. Okay, es geht hier auf jeden Fall noch. So. Müssen wir uns mal angucken, wo sind wir denn hier gelandet? Hopp. Gehen wir mal hier hin. Und dann... So, hier ist jemand. Hallo. Na, was hast du hier gesammelt? Was sammelst du hier? Und du? Nichts. Okay. Objekt voraus. Ah, es kann sein, dass wir hier schon mal tatsächlich... Dass wir bis hierhin schon mal gekommen sind, ich bin mir nicht mehr sicher. Wir waren ja schon mal zum Teil hier drin, aber ich hatte mich hier drin tatsächlich komplett verlaufen. Ich glaube, hier sind wir noch nicht gewesen. Ich glaube nicht, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das schon mal gesehen habe. Okay, kein Geheimgang. Es könnte das einer sein? Nee. Okay, ist gerade irgendwas noch kaputt gegangen? Na klar. Er hat uns von sonst da bekommen, oder was? Oh. Hallo? Hallo? Guten Taco. Vielleicht zu zweit. Meine Güte. Zwillinge. Und weg seid ihr. Tschüss. Tschüssikowski. Okay, also Leben ist ja voll. Wir haben noch ein paar Tränke. Das sieht erstmal jetzt gar nicht so schlecht aus. Eine Truhe. Eine Truhe. Da bin ich ja immer total aufgeregt. Ah, guckt euch mal an. Ich erkenne es sofort. Ausschriftrolle und ich erkenne sofort eins. Damn, Alter, ich wusste es. Ich habe sofort erkannt. Handbuch des Schimmersteinmetzes. Okay. Ist hier noch ein Geheimgang? Nee, es wäre auch ein bisschen zu viel. Ne? Also zwei Geheimgänge auf einmal. Okay, und wo sind wir hier? Hier gibt es noch was. Schmiedestein Stufe 4. Hier könnte man runterspringen. Frage ist, wollen wir das? Machen sie einfach mal, ne? Geht die Mauer okay. Ich dachte kurz, die Mauer geht kaputt, aber das ist nicht der Fall. Geht die hier kaputt? Nee. Okay. Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Jetzt gehe ich ja wieder raus. Also jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, ob das jetzt der richtige Weg ist, den wir hier eingeschlagen haben. Hä? Ja, definitiv nicht. Ja. Scheißzeug, wo sind wir jetzt hin? Wie? Okay, nach unten geht es auf jeden Fall nicht. Kommen wir hier hoch? Ja, wir kommen hier hoch. Ah ja. Okay. Oh, Schimmersteinkrone von Haus Ovlionus. Okay, was kann die denn? Wir finden hier tatsächlich richtig, richtig coole Sachen. Die ist schwerer als unser jetziger Helm. Erhöht Weisheit auf Kosten der LP. Okay, nee, okay, passt. Ich glaube, wir sind jetzt hier einfach nur... Also ich springe jetzt hier mal runter, geht ja eh nichts woanders lang. Ich glaube, wir sind jetzt hier einfach nur einmal im Kreis gelaufen. Ja. Okay, aber es hat sich ja gelohnt. Wir haben diese Krone ge... Nee. Moment mal. War dieser Ort der Gnade gerade erst schon da? Meines Erachtens... Hä?
Wo sind wir denn? Nee, das ist nicht der gleiche Raum, ne? Hier sind wir aber schon gewesen. Schulklassenraum, okay. Hier sind wir schon. Hä, doch hier war aber gerade. Hä? Ich hab da aber den Ort der Gnade erst gerade nicht gesehen. Kann aber nicht sein. Okay, also wenn man tatsächlich weiß, wann man hier zu springen hat, dann sind die nicht so schwer, ne? Das muss man jetzt mal ganz einfach so sagen. Wenn man hier weiß, wann man den auszuweichen hat. Aber jetzt bin ich natürlich einmal angefixt, ne? Jetzt habe ich hier einen Geheimgang gefunden. Jetzt möchte ich es mir nicht nehmen lassen, noch einen zweiten zu finden. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir das schaffen, ich weiß nicht. Schaffen wir das? Gibt es hier noch welche, ist die Frage. Okay, was du hier? Nein, was machst du denn jetzt hier? Aua, 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 aua. Okay, jetzt haben wir hier unten zumindest schon mal aufgeräumt. Oh ne, jetzt ist der richtig mad oder was? Kommt der denn jetzt her? Der war doch hier gerade noch nicht da, dieses Gefäß, oder? Oh. Junge, Junge, Junge. Also hier, bei sowas schwitze ich tatsächlich immer ein bisschen, ne? Das ist gar nicht so ohne. Ich habe es jetzt auch echt nicht wirklich null gescheckt, wo der herkam. Also ich weiß nicht, also ich muss mir das, glaube ich, nochmal im Replay angucken. Aber ich habe jetzt hier wirklich nichts gesehen. Stand der jetzt hier in irgendeiner Ecke und ich habe es nicht gerallt? Also ich bin mir nicht sicher. Puh. Wir haben auf jeden Fall hier massig auf. Wir haben hier mal richtig hart aufgeräumt gerade. Das war auf jeden Fall gerade ziemlich stark von uns, muss ich sagen. Hier ist eine Truhe. Oh, ein Ritual. Sag mal, stand der vielleicht hier hinten? Weil das würde ja passen zu dem, was wir gefunden haben. Können wir hier jetzt aufmachen? Nicht von dieser Seite öffnen. Zu öffnen, okay. Gehen wir mal hier hoch. Oder ist hier noch irgendwo was? Nee, ne? Hier irgendwo. Also ich habe ja die Vermutung, dass diese leeren Bücherregale, dass die... Okay, der sieht uns noch nicht. Okay, da drüben zaubert auch noch was. Solange die dagegen schießen, ist mir das scheißegal. Warten wir erstmal kurz, bis er ja da ist und dann holen wir uns ihn hier. Okay, jetzt haben wir das hier erstmal. Können wir hier mal schauen. Sieht sauber aus. Und hier drüben tatsächlich auch. Hier gibt es aber noch ein Item. Naja. Naja. Unerwartete Verschnaufpause, ja. Also wenn man mit denen wirklich richtig hart Probleme hat, mit denen struggelt, dann ist es tatsächlich wahrscheinlich eine Verschnaufpause, da dahinter zu stehen und einfach zu warten, dass die erstmal auf einen zukommen. Okay, ja. Sehe ich sofort. Hier geht es tatsächlich rein, ne? Geht's tatsächlich rein. Oh shit, da geht's zu einem Boss. Da geht's zu einem Boss. Okay. Bin ich mal gespannt, was das sein könnte. Wir schauen uns jetzt erstmal hier um. Hier gibt's eine Leiter nach oben. Ja, hier kann man hoch. Hier sind aber nochmal zwei Sachen. Was haben wir hier denn? Den Kometen. Und hier hinten liegt ebenfalls noch etwas. Auch ein Schwertsteinschlüssel. Super. Okay.
Dann gehen wir jetzt erstmal hier hoch, würde ich sagen, ne? So. Und in dem, den ganzen Geistern hier mal hinterher, die uns hier quasi die ganze Zeit im Spiel begleiten. Okay. Ist hier irgendwo was? Nee. Hier ist eine Nachricht. Warte mal, hier können wir runterspringen, sehe ich gleich. Okay. Kommen wir hier runter? Ja, da ist Boden. Ach, hier. Was sind wir denn jetzt? Okay, abgefahren. Also wir sind jetzt hier anscheinend irgendwie, Vorsicht, Scherenangriff. Kommt hier was? Passiert hier was? Nee, sieht erstmal nicht so aus. Ah, doch, 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 doch. Ich wusste es, Alter. Man sieht die halt nicht, ne? Ich habe wahrscheinlich den großen Ast gerade auch nicht gesehen, weil die sich einfach so, so richtig schön mit dem Hintergrund einfügen. Okay, und die hätten ja wenigstens mal was droppen können. Die hätten ja wenigstens mal was droppen können. Aber nein. Okay, wir müssen auf jeden Fall einen Trank nehmen. Wir haben jetzt noch vier. Ach, warte mal an. Warte mal ab. Das ist doch hier. Jetzt kommen wir hier vorne raus, bin ich mir ziemlich sicher. Dass wir jetzt an der Stelle rauskommen. Genau, 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 genau. Okay, es ist ja zum Boss. Wäre es kein weiter Weg. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Man müsste aber halt durchrennen, ne? Man müsste durchrennen. Okay. Ja, würde ich vorschlagen, probieren wir den doch mal, oder? Aber meine Lieben, was uns hier hinter dieser Wand erwartet, das erfahren wir in der nächsten Folge. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao.